Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Säulen der Erde. Wir müssen jetzt zu Philipp zurück. Ich hatte schon bessere Angebote, aber aus. Habt ihr eure Geschäfte abgeschlossen? Ja. Alles erledigt. Freut mich zu hören. Philipp, mir ist jetzt klar, warum unser Markt in Kingsbridge in letzter Zeit mehr Besucher hatte. Shiring ist nicht das, was es mal war. Hohe Steuern und strenge Gesetze fordern ihren Tribut. Ach so. Diese Händler würden alles tun, um ihre Geschäfte auf einem anderen Wollmarkt zu tätigen. Aber es gibt keinen. Sie brauchen einen Ort mit gerechten Steuern. Und wo man das Geld zu guten Zwecken verwendet. Denkt ihr an einen Wollmarkt in Kingsbridge? Ruf dein Mönch rein und die Frau, die bei ihm ist. Du, ungeduldiger Mönch. Du bist dran. Das Mädchen auch. Ich? Wolltet ihr, dass ich mitkomme? Nein. Wir sind aber nicht die Ersten in der Reihe. Dann habt ihr Glück. Rein mit euch, ihr beiden. Das kann kein gutes Zeichen sein. Prior von Kingsbridge. Der Graf von Shiring. Danke, dass ihr mich anhört, Graf Percy. Darf ich euch eine Freundin vorstellen? Aljena von Kingsbridge. Wir sind alte Bekannte. No, das klingt nicht, als hättest du mich vermisst. Ich verlange, den Grafen von Shiring zu sprechen. Er hat sein Wort gebrochen. Ihr sprecht mit dem Grafen von Shiring. Bischof Walleran. Die Feinde dieser Grafschaft haben Percy Hamley aus unserer Mitte gerissen. Mutter! Betrachtet ihr euch als Freund der Grafschaft von Shiring, Philipp? Freund? Wohl kaum! Dieser verdammte Mönch trinkt das Blut meiner Grafschaft! Es steht uns nicht an, sie zu verdammen, Lord William. Aber wohl über sie zu urteilen. Verlange zum... Eure Eltern hatten eine Vereinbarung mit König Stefan. Ihr seid ein Dieb. Ihr beide. Ihr sagtet mir einst, ich sei ein Tier. Dann sollte es euch nicht überraschen, dass ich nicht so viel für Diebe übrig habe wie mein Vater. Shiring wird sich ändern. Ach, welche Verbrechen haben wir denn begangen? Der König hat nie einen Markt in Kingsbridge genehmigt. Euer Markt ist illegal, Philipp. Ihr stehlt meine Steuern, indem ihr meinen Untertanen erlaubt, in eurer schäbigen Priorei Handel zu treiben. Und ihr missachtet meine Autorität. Ist das wahr, Philipp? Ich werde mit dem König darüber reden. Ihr und eure Freunde habt immer nach euren eigenen Regeln gespielt. Diese Zeiten sind vorbei. Bruch um Bruch. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Die Tage der Kathedrale von Kingsbridge sind gezählt. Jetzt geht. Das nächste Mal werde ich keine Gnade zeigen. Holy moly, Kapitel 11, der neue Graf. Was hast du getan? Aljena hat den Handelskonflikt mit einem Kompromiss gelöst. Aljena hat sich als hervorragende Händlerin bewiesen. Aljena hat viel mehr Geld als Richard gegeben. Aljena hat sich nicht bemüht, den Streit zwischen Richard und Anhins zu schlichten. Aljena hat Philipp geholfen, seine Arbeiter früher zu entlohnen, weil Valeran und William, der neue Graf, haben Philipps Markt für illegal erklärt. Ab geht's in Kapitel 12.
Ich hatte angenommen, solange der Markt innerhalb der Mauern der Priorei abgehalten würde und die Abgaben den Bau der Kathedrale unterstützten, würde Kingsbridge keine Marktlizenz benötigen. Ich hatte einen großen Fehler begangen. Ich hatte keine andere Wahl, als König Stefan um Hilfe zu ersuchen. Auf Alienas Anraten schloss ich mich den Rittern auf ihrem Weg nach Norden an, nach Lincoln. Immer mehr Menschen schlossen sich uns an. Die meisten von ihnen waren zu Fuß unterwegs und schlecht bewaffnet. Da sich König Stefan auf die Entscheidungsschlacht mit Robert von Gloucester vorbereitete, hatte er alle waffenfähigen Männer seiner Grafschaften nach Norden befohlen. Gegen Abend erreichte unsere Gruppe ein großes Lager von Stefans Leuten. Viele Männer baten mich, mit ihnen zu beten. Es waren Ehemänner, Väter und Kinder, die in einem Krieg kämpfen sollten, den die meisten von ihnen nicht verstanden. Da hörte ich Alienas Bruder Richard einen Mann anschreien. Der Mann weinte und sagte, er wolle nicht kämpfen und bettelte darum, nach Hause gehen zu dürfen. Ich bat Richard, Gnade walten zu lassen. Voller Zorn schrie er, dass er Fahnenflüchtige nötigenfalls selbst hängen würde. Dann unterbrach der Mann uns, indem er Beleidigungen gegen Robert von Gloucester ausstieß und zu lachen anfing. Richard und seine Ritter stimmten ein und ließen den König hochleben. Richard schien mir genauso verzweifelt zu sein wie der junge Mann, nur ohne es zu wissen. Sein Jähzorn und seine Unsicherheit würden ihn nicht zu einem gerechten Grafen machen, dachte ich. Aber wieder hoffte ich, einen grausamen Mann seinen Kampf gewinnen zu sehen, um einen Mann zu schlagen, der noch grausamer war als er, William Hamley. Nach einem langen ersten Tag auf meinem Weg nach Lincoln fand ich einen Platz zum Schlafen. Ich schlief bald ein und träumte von Soldaten. Aber diese Soldaten waren nicht auf dem Weg nach Lincoln. Sie waren den gewundenen Hügelpfad hochgekommen, der zu unserem kleinen Weiler in North Wales führte. Mein Bruder Francis und ich hatten versucht, vorauszulaufen und unsere Eltern zu warnen. Aber wie immer, wenn ich diesen Traum hatte, kamen wir zu spät. König Heinrichs Männer hatten Mutter und Vater getötet. Abt Peter kam und nahm uns auf, genauso wie es vor langer Zeit geschehen war. Doch diesmal war in meinem Traum etwas anders. Ich war damals 6 Jahre alt. Abt Peter hatte uns noch nicht über Gott belehrt. Und doch stellte ich dem Mönch die Frage, warum hat Gott das getan? Ich hatte das gesagt. Es war meine Stimme gewesen, die dem Kind antwortete. Ich war es. Ich war verantwortlich für das Schicksal dieser Kinder, Richard und Aliena. Als ich versuchte, sie zu beruhigen, bemerkte ich, dass das Blut ihres Vaters noch an meinen Händen klebte. Ich schreckte aus dem Schlaf auf. Mir schien es, dass mein Traum keine Warnung gewesen war, sondern eine Erinnerung. Ja, ich hatte gesündigt und musste für meine Sünden büßen. Ich betete, dass ich imstande sein würde, denen zu helfen, die durch meine Hand gelitten hatten. Und ganz Kingsbridge. Nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit erschien, ging die Sonne auf und wir setzten unseren Weg nach Lincoln fort. Unterwegs kam mir in den Sinn, was ich gehört hatte. Bischof Walleran war nach Rom gereist. William hatte im Heiligen Land gekämpft. Ich hoffte, König Stefan würde diese Männer trotzdem als das sehen, was sie wirklich waren. Er musste es. Und ich versuchte, mich selbst davon zu überzeugen, dass Gott alles zum Guten wenden würde.
währenddessen. Du kommst spät. Ist es erledigt? Ja, Herr Bischof. Der Baumeister ist tot. Was ist mit dem Heiligen? Ich konnte nicht unbemerkt in die Krypta gelangen. Du enttäuscht mich erneut, Timothy. Wann habe ich euch je enttäuscht, ehrwürdiger Herr? Regan Hamley lebt. Hat sie... Nein. Dein Gift hat sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich unseren Grafen von Shiring nach Kingsbridge schicken, um das zu vollenden, was du nicht geschafft hast. Kingsbridge wird fallen. Kapitel 12. Das große Tier. Lincoln vor der Schlacht. Beeilt euch, mein Freund! Oder wollt ihr unseren König jetzt doch nicht sehen? Ich fürchte, ich muss. Dann lasst uns keine Zeit mehr vergeuden. Kommt, Philipp. Ich muss König Steffen um eine Marktlizenz bitten. Ich muss einfach. Wartet! Wo finden wir König Steffen? Wer fragt? Richard von Kingsbridge. Ich hab von euch gehört. Nur Gutes, hoffe ich. Vielleicht. Ihr könnt direkt in die Kathedrale rein. Wo sind die ganzen Ritter und Soldaten? Ich sollte vorgehen. Aber dies ist ein Haus Gottes. Nur noch 2 Tage. Wenn Sie wüssten, was gut für Sie ist, würden Sie sicher gehen. Ich wäre enttäuscht, wenn Mathilde so einfach aufgeben würde. Mein König! Ihr habt mein Schwert! Gut! Wer ist das? Richard von Kingsbridge. Ach, der... Was ist jetzt mit diesen Bogenschützen da draußen? Klang nicht so begeistert? Wo ist Alonso? Ist er immer noch nicht aufgetaucht? Nein, er hat sich einer der anderen Gruppen angeschlossen, weil ihr euren Streit nicht beigelegt habt. Vielleicht ist es besser so. Das glaube ich nicht. Ich wünschte, Lady Aliena hätte euch vom Streiten abgehalten. Ich hatte gehofft, dass sie eine bessere Diplomatin ist. Sie? Dass ich nicht lache. Und jetzt Schluss mit dem Rumgeheule. Es geht bald in die Schlacht. Für den König! Ja, für den König! Es gibt keine Alternative. Ich muss selbst rausgehen und sehen, was da los ist. Mein König, Ranulfs Bogenschützen warten nur auf euch. Sie wissen, dass sie meiner Gnade ausgeliefert sind, sobald ich mit dem Bastard Robert und Ranulf, dem Verräter, fertig bin. Ich bezweifle, dass sie auf mich schießen würden. Stefan, sei vernünftig. Henry, die Kirche sollte jetzt mal schweigen. Wir sind im Krieg. Tja. Wunderbar. Und jetzt? Jetzt gehe ich da raus. Ohne einen Pfeil abzukriegen.
Ich muss wissen, warum Sie plötzlich die ganzen Bogenschützen da oben postiert haben. Gebraucht bitte einmal euren Kopf. Denkt nach. Ja, mein König. Mein König. Ihr? Was wollt ihr denn hier? Seid ihr gekommen, um Buße zu tun für diese gotteslästerlichen Schriften, die ihr eure Mönche schreiben lasst? Nein, Bischof Henry, ich... Also zweifelt ihr weiter die Autorität eurer Bischöfe an, unseres Papstes? Henry! Wie könnt ihr es wagen, euch hier zu zeigen? Henry! Ich sagte dir, dass ich nicht gestört werden will. Dieser Mensch gehört in eine Zelle geworfen. Vielleicht kommt er dann zur Einsicht. Was? Weil er nicht an deine Wunder glaubt. Ich gebe ja zu, dass es einen gewissen Unterhaltungswert hat, jemanden über glühend heiße Pflugscharen laufen zu lassen, um seine Unschuld zu beweisen. Sicher. Stefan! Der Mönch hat aber natürlich recht. Wunder geschehen immer dann, wenn die Kirche sie am meisten braucht. Wer da an Wunder oder Zufall glaubt, hat an meiner Tafel nichts zu suchen. Ach. Wie ist euer Name, Mönch? Philipp von Gwyneth. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder euch einsperrt. Wenn euch jemand einsperren sollte, werde ich das sein. Mein König, ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Dafür ist keine Zeit. Es sei denn, ihr habt eine Lösung für mein Problem. Die Bogenschützen auf der Burgmauer würden mich liebend gerne mit Pfeilen bedenken. Deshalb muss ich hinaus und mir selbst ein Bild der Lage dort draußen verschaffen. Wenn euch nichts dazu einfällt, verschwendet besser nicht meine Zeit, oder ich lasse euch doch einsperren. Okay, nach einer Lösung suchen wir es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.